Jetzt war es dann eben ein Stück weit zu viel, dass es einfach in dieser Konstellation auch mit ne, nochmal diesen Gegebenheiten, jetzt ein Quarantänetrainingslager, glaube ich, eher schwieriger geworden wäre, dort nochmal einen positiven Effekt fürs Gladbach-Spiel zu erzielen. Es war, glaube ich, irgendwann 11:30, Viertel vor 12, glaube ich, als ich Florian die Entscheidung mitgeteilt habe. So, dass Florian dann auch ja, den Wunsch geäußert hat, sich entschieden hat, dann auch direkt abzureisen. Ich denke, das ist auch absolut verständlich und menschlich. Ja, dann ist Florian eben ja, nach Bremen gebracht worden. Aktuell war eben der Trend zu negativ, sodass wir diese Entscheidung leider treffen mussten. Also aber nochmal ein ganz großes ja, Dankeschön an Florian. Wir wünschen ihm natürlich auch alles Gute für seine Zukunft. Bei Thomas Schaaf war es so, dass ja, ich mich nach dem Spiel, nicht direkt nach dem Spiel, aber mit ein bisschen Abstand auch bei ihm gemeldet habe, ob er für den Fall der Fälle, weil es ja, da nach dem Spiel schon auch die Tendenz bei mir gab, dort nochmal eine Veränderung herbeizuführen, ob er grundsätzlich die Bereitschaft hätte. Wir haben natürlich auch eine schwierige Situation zu überstehen. Und insofern ist einfach wichtig, dass Thomas dann eben auch die Überzeugung hatte, dort was mitzugeben der Mannschaft, um eben auch gegen Gladbach ein anderes Gesicht zu zeigen und ein erfolgreiches Spiel abzuliefern. Er hat die Spiele alle verfolgt, ohne dass er zu nah an der Mannschaft dran ist, weil auch das wäre, glaube ich, nicht gut gewesen, dort jemanden zu haben, der ganz, ganz nah an der Mannschaft dran gewesen ist in den letzten Monaten. Und ein Externer hätte vielleicht jetzt doch noch mehr Zeit benötigt, um die Mannschaft kennenzulernen, um Gefühl für die Mannschaft zu bekommen. Und insofern haben wir uns für Thomas Erfahrung, für Thomas Fähigkeiten auch entschieden. Wir wissen aber auch, und da kann natürlich Thomas mit seiner Historie bei Werder Bremen natürlich auch nochmal das eine Positive bewirken, dass vielleicht eine positive Grundstimmung, nochmal diese Unterstützung, dieses ne, jetzt erst recht, dann eben auch nochmal aufkommt. Aber grundsätzlich ist immer die Frage, was brauchen wir? Also in welcher Situation sind wir aktuell? Was haben wir in den letzten Wochen erlebt? Und welche Notwendigkeit haben wir? Also was brauchen wir? Und das ist letztendlich natürlich eine brutale Entschlossenheit, eine Überzeugung. Das ist aber auch letztendlich eine Überzeugung in die Stärken letztendlich auch zu vermitteln, Selbstvertrauen ein Stück weit zu vermitteln, weil das ist ja auch das, was ihr ja auch zu Recht ein Stück weit auch in den letzten Wochen, Monaten immer wieder auch bemängelt hat, dass man eben diese Überzeugung dann vielleicht auch nicht so hat, ne? Dass man dort versucht, natürlich die Stärken des Einzelnen letztendlich auch zum Tragen zu bringen. Also es geht auch darum zu schauen, wie viel darf ich, wie viel kann ich überhaupt verändern. Ne? Also es geht jetzt auch nicht darum, alles komplett neu zu machen, weil das wäre jetzt auch, glaube ich, nicht das Richtige. Da ist Thomas mit seiner Erfahrung, mit seiner Überzeugungsstärke, mit seiner Begeisterungsfähigkeit eben aus unserer Sicht der Richtige, der die Mannschaft eben auch schon kennt, weil das ist auch aufgrund der Kurzfristigkeit nochmal ein wichtiges Argument letztendlich auch für Thomas gewesen. Das ist wahrscheinlich eine ja, Aneinanderkettung von Gründen. Ich glaube nicht, dass wir dort weniger gemacht haben, sondern immer wieder darauf hingewiesen haben, dass wir noch nicht durch sind, dass wir noch punkten müssen. Wir hatten damals dann auch ja, einige Spiele in Folge gegen Top-Mannschaften, haben dort teilweise auch ordentliche Leistung gezeigt, auch unglücklich durch Eigentore verloren, trotzdem auch zu viele individuelle Fehler gemacht. Also es waren schon auch Gründe da, warum es eben dann mit der Negativspirale losging. Und dann ist es einfach so, dass natürlich dann irgendwann der Druck höher wird, das Selbstvertrauen wird wieder weniger und wir haben es eben nicht geschafft in dieser Konstellation, uns dann wirklich auch nachhaltig aus dieser Abwärtsspirale zu befreien. Da spielt eben auch eine Rolle, dass das Flo wirkt, dann eben auch viel probiert hat, ne? Auch
vielleicht ein Stück weit jetzt gerade in den letzten 2 Wochen auch nochmal seinen Weg verändert hat, ne, um da nochmal einen neuen Reiz zu setzen. Wir haben ja immer gesagt, also wir müssen da was dafür tun und wir müssen genauso weiterarbeiten und vielleicht sogar eine Schippe drauflegen, ne, um es dann auch wirklich zu schaffen. Also es war nicht so zu sagen, du, wir schaffen es und auch wenn wir jetzt weniger machen, also das war ja nicht der Fall. Und wir müssen doch immer eine Zuversicht, eine Überzeugung ausstrahlen. Also wenn ich jetzt diese positiven Gedanken nicht habe, dann werde ich es gerade in schwierigen Situationen erst recht nicht schaffen. Nein, glaube ich nicht, weil wir einfach eine Reaktion gesehen haben und zumindest auch gegen Leverkusen ein sehr, sehr ordentliches und auch ein Punkt gegen Leverkusen nach der Negativserie, die wir zu verzeichnen hatten, ja auch schon ein Stück weit auch ein Erfolg für uns dargestellt hatte im Ergebnis. Meine Überzeugung ist wirklich, dass dieser viel zitierte Impuls, Trainerwechsel, den größtmöglichen Effekt wirklich hat, wenn eine Mannschaft nicht mehr an diese Konstellation glaubt. Und das war vor einigen Wochen noch nicht so wie jetzt, sondern das ist dann ein Stück weit durch diese Negativserie, insbesondere in den letzten Monaten, aber natürlich auch mit dieser Vorgeschichte der letzten 2 Jahre, immer ein Stück weit gebröckelt. Und jetzt war es dann eben ein Stück weit zu viel, dass es einfach in dieser Konstellation auch mit, ne, nochmal diesen Gegebenheiten, jetzt ein Quarantäne-Trainingslager, glaube ich, eher schwieriger geworden wäre, dort nochmal einen positiven Effekt fürs Gladbach-Spiel zu erzielen. So, es gibt keine Kontinuität um fast jeden Preis. Das ist völliger Quatsch. Das ist auch kein Grundprinzip. Das ist eine Überzeugung, dass Kontinuität auch sinnvoll sein kann, wenn man eben auch die passende Konstellation auch hat. Es gibt keine Nibelungentreue oder Kontinuität über alles. Das ist nicht, wofür wir stehen, sondern wir sind davon überzeugt, dass Kontinuität, wenn es passt, wenn diese Konstellation eben auch funktioniert, wenn wir von der Arbeit, von der Qualität eben auch eines Mitarbeiters, Mitarbeiterinnen überzeugt sind, dass wir das eben auch versuchen, natürlich auch kontinuierlich eben auch weiter fortzusetzen. Wir haben im Sommer, glaube ich, sehr, sehr ausführlich darauf hingewiesen, dass wir im Mittelfeld nicht so besetzt sind, wie wir das gerne gehabt hätten. Und es gab nur einen Grund, warum wir gewisse Dinge im Kader, im Mittelfeld insbesondere, nicht angehen konnten. Das war die wirtschaftliche Situation. Wir haben im Sommer, auch aus nachvollziehbaren Gründen, sehr viele erfahrene Spieler abgegeben, die eben auch vielleicht über ihren Zenit waren, die aber über eine gewisse Qualität und Erfahrung verfügt haben. Wir haben für alle Spieler, die wir neu dazu bekommen haben im Kader, jetzt die Saison im Vergleich zur letzten Saison, haben wir 0 Euro an Transfersummen und an Ausleihen ausgeben können. Haben das auch gemacht. Wir haben für diese Spieler zusammen weniger ausgegeben, als einzelne Spieler, die wir abgegeben haben, verdient haben. Grundsätzlich nochmal, haben nichts unterschätzt, was die Saison betrifft, und hätten da gerne noch 1-2 Spieler, aber es gab eben nicht die Möglichkeiten aufgrund der Pandemie und weil wir einfach auch gesagt haben, aufgrund der wirtschaftlichen Situation können wir keine Spieler mehr verpflichten, auch wenn wir am Ende der Transferphase, ich will nicht sagen, Spieler auch extremst günstig bekommen hätten, die auch eine gewisse Qualität mitgebracht haben oder hätten, war es nicht möglich. Und deswegen haben wir von Beginn an gesagt, wir müssen in dieser Saison eher ein sportliches Risiko eingehen und können definitiv nicht mehr wirtschaftliches Risiko eingehen. Ja, ich habe eine Gesamtverantwortung, keine Frage. Und deswegen hinterfrage ich mich natürlich auch ständig. Das ist so und ich bin keiner, ich glaube, da kennt ihr mich auch lang genug, der die Fehler zuerst bei den anderen sucht, sondern sehr, sehr selbstkritisch auch an die Sachen rangeht. Aber es gibt eben auch letztendlich auch eine Mannschaft, die eine gewisse Verantwortung hat. Es gibt einen Trainer, ein Trainerteam, was eine gewisse Verantwortung dann auch für die Mannschaft hat. Und das muss man dann eben auch alles zusammenbringen. Und da ist es schon so, dass natürlich, wenn man in so eine Situation reinkommt, dann natürlich alle ein Stück weit auch
Fehler gemacht haben und nicht immer die richtigen Entscheidungen getroffen haben. Und das würde ich auch nie in Frage stellen. Also wir haben ein sehr klares Anforderungsprofil für den Lizenztrainerposten, genauso wie viele für andere Positionen. Und müssen natürlich dementsprechend auch schauen, welche Kompetenzen sind dort verankert, aber welche aktuelle Situation haben wir eben auch. Natürlich ist es so, dass wir auch da immer zuerst intern schauen, ob wir einen passenden Kandidaten eben auch haben. Wir haben im Leistungszentrum in den letzten Jahren dort einige Wechsel auch gehabt, dort sehr viele junge, perspektivisch sehr interessante Trainer eben auch, die wir eben auch weiterentwickeln möchten. Aber es ist eben aktuell keiner dabei, wo wir sagen, er ist jetzt ab 1.7.2021 bereit, dort diese schwere Aufgabe zu übernehmen. Insofern ist es natürlich zwangsläufig und eine folgerichtige und logische Entscheidung, dass der Werder-Trainer ab 1.7. dann eben ein externer Kandidat werden wird. Ja, ich glaube, erstmal ist die Enttäuschung bei den Werder-Fans natürlich aufgrund der Leistung der Ergebnisse da. Und wenn man natürlich Sorge hat und mitfiebert, ist es ein Stück weit auch verständlich, dass man auch seine Emotionen ein Stück weit freien Lauf lässt und seinen Unmut äußert. Dass ein Trainerwechsel grundsätzlich natürlich nicht schön ist und natürlich auch Fragen aufwirft, ist ja selbstverständlich. Und dass natürlich der Zeitpunkt des Trainerwechsels auch ungewöhnlich ist. Auch dass man dort das vielleicht nicht verstehen kann, wenn man nicht so nah dran ist, wenn man eben nicht hautnah erlebt, was in einer Mannschaft dann eben auch passiert und wie eine Mannschaft grundsätzlich funktioniert, dann kann ich das grundsätzlich nachvollziehen, dass man dort erstmal kein oder wenig Verständnis auch aufbringt. Ich kann nur sagen, dass wir immer aus unserer Überzeugung handeln, was für den Verein das Richtige ist. Und wenn wir davon überzeugt sind, dass der Trainer trotz aller Kritik der Richtige ist, dann ziehen wir das durch, wie wir es in der letzten Saison bewiesen haben. Trotz aller Empörung, die es eben auch gab, und wenn ihr jetzt nichts tut, dann steigt ihr ab, haben wir aus Überzeugung an Florian festgehalten.